Jesus ist der Herr. Amen. Jesus ist der Herr. Amen. Oh, Herr Jesus. So gut hier mit euch zu sein. Ist gut zu sehen, dass also wenn das Bukkafé etwas gefüllter ist. Ne? Jetzt Urlaubszeit ist vorbei. Ne? Corona ist fast vorbei und die Geschwister kommen zusammen. Heute haben wir den Besuch von Christina und Jacqueline. Amen. Lobe den Herrn. So schön, euch dabei zu haben. Amen. Jesus ist der Herr. Wir haben seit der Konferenz im September jetzt in Brasilien, haben wir ein neues Buch, das wir genießen, und zwar das Evangelium von Matthäus. Und dieses Evangelium ist so reich und spricht über das Reich Gottes, über das Reich der Himmel. Und der Titel der Botschaft heute ist Das Reich der Himmel, Gott mit uns. Amen. Das Reich der Himmel, Gott mit uns. Und gehen wir zu Matthäus, Kapitel 3. Herr Jesus, das ist der Anfang von diesem Reich der Himmel. Matthäus 3, 1 und 2. Matthäus 3, 1 und 2. Amen. Halleluja. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Amen. Also das kam der Johannes der Täufer, ein wilder Prediger, ganz unkonventionell, und er hat eine ganz neue Botschaft gepredigt. Hat gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und die Leute kamen zu ihm, ne? Der Geist war bei ihm, die Leute kamen zu ihm und die haben dann Buße getan und er hat was ganz Komisches gemacht. Er hat sie dann unter Wasser gebracht, ne? Hat sie unter Wasser gebracht und dann wieder hochgebracht, hat sie getauft. Ne? Und dann kamen auch einige, ja, ganz, dann kamen viele von ihm, ne? Vers 5, da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie die Sünden bekannten. Als aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Ottenbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Also, das heißt, die Leute kamen zu ihm, und offensichtlich, was ein Prediger sehr gern hat, ist, dass die Menschen zu ihm kommen. Ja, wenn er predigt, er möchte das Haus gefüllt sehen. Ne? Wenn man in einem Stadion predigt, man möchte das Stadion voll sehen. Und, aber der Johannes, der war ganz komisch drauf. Es kamen einige hochgelehrten, wichtige Menschen, Promis, ne? Promis in heutigen Wörtern, und hat gesagt, Ottenbrut, was macht ihr hier? Was für ein Prediger ist das? Der Prediger sagt, nee, willkommen, gut, dass ihr da seid. Und hier ganz vorne gibt es Platz für euch. Nee, er sagt, Ottenbrut, was macht ihr hier? Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Wieso hat Johannes so reagiert? Ich habe auch nachgedacht. Ich habe so die Botschaft gehört und das brachte mich zum Nachdenken. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und die Menschen, diese Pharisäer und Sadduzäer, die kamen zu ihm. Es sah so aus, die taten Buße. Aber irgendwie hat Johannes erkannt, die wollten es nicht. Die waren da, die wollten sehen, was da war. Aber in ihrem Herzen haben sie nicht richtig Buße getan. Deswegen hat er gesagt, ne, bringt nun der Buße würdige Frucht. Das heißt, die Buße, die bringt Frucht hervor. Die Buße ist nicht nur was Äußerliches, ja, sondern ist etwas, was dein Leben ändert und Frucht hervorbringt. Und uns wurde sehr geholfen zu verstehen, also wir haben in der Vergangenheit verstanden, Buße heißt Umkehr. Ne? Das heißt, du gehst in die Richtung und dann wendest du um 180 Grad umgehst in die Richtung.
So haben wir verstanden. Und ich habe auch Buße so oft so erklärt. Das ist ein 180-Grad-Dreh in dein Leben. Aber der Bruder Pedro hat uns erklärt, wenn du das machst, du bleibst auf derselben Ebene. Du kehrst dich zwar um, aber du bleibst auf der irdischen Ebene. Und das haben diese Pharisäer getan. Die haben sich umgekehrt, aber die wollten nicht die irdische Ebene verlassen. Die wollten vielleicht eine weitere Predigt hören, eine weitere Lehre. Aber die blieben dann auf der Ebene. Deswegen war die Predigt von Johannes, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Das ist ein anderes Reich. Das ist nicht das irdische Reich. Das ist weder das römische Reich noch das jüdische Reich. Das ist das Reich der Himmel. Und viele haben es nicht kapiert. Und viele kapieren bis heute nicht, was Jesus gepredigt hat. Er wollte sie in eine andere Dimension bringen. Amen? In eine andere Ebene. Das war also das irdische Ebene und Jesus war auf einer anderen Ebene. Und die Buße ist dazu, dass wir von dieser Ebene zu dieser Ebene kommen. Nicht einfach, dass du auf dieser Ebene dich anders verhältst. Ja, du hast ein schlechtes Leben gehabt und so weiter, und jetzt hast du ein gutes Leben. Ja, du hast was Böses getan, jetzt machst du was Gutes. Aber alles auf dieser Ebene. Nee, der Herr möchte uns auf andere Ebene bringen. Das ist eine andere Dimension. Ja? Das ist ein anderes Reich. Ein anderer Bereich. Und Herr Jesus, ich versuche euch in diese andere Ebene heute zu bringen. Oh, Herr Jesus. Johannes 14, ich lese ein paar Verse, oder wir lesen zusammen. Ne? Johannes 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Christina hat gestern erzählt, ne? Sie war bei uns und haben Abendbrot gehabt und so. Da hat sie erzählt, sie war in der Religion und dir wurde erzählt, ne? Oh, du wirst, wenn du stirbst, du wirst in eine Mansion Celestial, ne? In eine himmlischen Villa leben. Ne? Und dann gibt es so goldene Straßen und alle tragen weiß, ne? Und man singt, ne? Und dann hat sie gedacht, ne? So langweilig, ne, wird es sein. Er hat nicht gewagt zu sagen, weil er sagt, oh, die werden mich hier vernichten, ne, wenn ich sowas sage. Aber das war ihr Empfinden. Was ist denn das? Ne? Was bringt das, in einem Villa zu leben und dann alle weiß tragen, keine Farbe und so. Ne? Und die Wohnungen hier, ne, die hier steht, das sind nicht diese Villas, ne? Himmlische Villas. Der Herr erklärt weiter. Na, guck mal. Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Boah, keiner hat was verstanden, ne? Und wir verstehen das auch sehr oft nicht. Also, das heißt, gehen wir Stück für Stück. Wenn ich hingehe, das heißt, der Herr musste gehen, er musste sterben. Er musste den Weg gehen, ohne ging nichts. Also er musste diesen Weg gehen, um uns eine Stätte zu bereiten. Das heißt, er musste sterben, er musste auferstehen, um uns einen Platz, eine Stätte zu bereiten. Dann sagt er, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Viele Christen denken, das ist die Wiederkunft des Herrn. Aber wenn man weiter liest, man sieht, er ist schon zurückgekommen als Geist. Ja? Und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das heißt, er sagt nicht, damit ihr seid, wo ich sein werde. Ja? Aufpassen, Grammatik. Ne? Damit ihr seid, wo ich bin. Das heißt, der Herr war schon in dieser Stätte, in diesem Ort, wo er uns hinbringen wollte. Aber die Jünger, der Mensch war noch nicht da, aber Jesus war schon da. Aber er musste hingehen,
nicht wegen sich selbst, sondern wegen uns, um uns den Weg vorzubereiten. Das heißt, als Jesus auf der Erde war, ne, die Menschen waren auf der Ebene und Jesus war schon auf dieser Ebene. Er war schon auf einer anderen Ebene. Und er hat sehr häufig Sachen gesagt und die Menschen haben es nicht kapiert. Warum? Weil er hier war. Er war auf dieser Ebene. Er war in einem parallelen Universum, kann man sagen. Ne? Er war da und er hat die Worte des Vaters gesagt. Ne? Und die Menschen haben es nicht kapiert, weil sie hier auf dieser irdischen Ebene waren. Und deswegen sagt Jesus hier, ich gehe hin. Ne? Also Jesus ist gekommen, er hat diese Ebene, ne, die himmlische Ebene, auf die Erde gebracht. Ne? Man kann so die auf die Erde gebracht, um die Menschen zu dieser Ebene zurückzubringen. Amen? Also, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine. Wenn man so eine Ebene hier hat, ne? Also sagen wir mal diesen Tisch hier. Das ist hier so die irdische Ebene, wo wir leben tagtäglich. Und hier ist die Ebene Gottes, ja? Der unnahbare Gott, den keine Menschen gesehen hat. Eines Tages kam Gott auf die Erde. Er hat diese Ebene zu dieser Ebene gebracht. Und dann gab es einen Treffpunkt, ja, oder eine Linie. Ne? Wenn zwei Ebenen sich treffen, gibt es eine Linie. Da kam Gott auf die Erde. Die zwei Ebenen haben sich getroffen. Jesus lebte auf der Erde, aber er war in dieser anderen Ebene, auf dieser anderen Ebene. Jetzt für LKW-Fahrer. Ne? Es gibt die A81. Na, von Süden nach Norden. Und dann gibt es die A8, na, von Westen nach Osten. Und es gibt eine Strecke, wo die A81 und die A80 treffen. Nicht wahr? Na, da zwischen Leonberg und wo? Sindelfingen. Na, sind dann die Autobahnen sind gleich. Na. Du denkst, du bist auf der A81, aber du bist auf der A8. Das heißt, für diese 33 Jahre waren die zwei Ebenen gleich. Das war dieselbe Autobahn. Amen. Für 33 Jahre, da war Jesus auf der Erde. Aber warum? Was macht er da? Er kam auf die Erde, um den Menschen zu dieser anderen Ebene zu bringen. Amen. Er kam hier nicht nur, um uns zu retten, uns arme Sünder. Er kam hier, um uns zu anderen Dimensionen zu bringen, zu seiner Ebene. Herr Jesus, wie in der Autobahn, du bist, also Gott, also nur als Beispiel, wir sind auf der A8 und Gott ist auf der A81 und dann trifft man sich und dann möchte Gott, dass wir ihm folgen auf die A81 und nicht auf der A8 bleiben. Das heißt, er möchte, dass wir mit ihm gehen. Das heißt, Jesus kam auf die Erde, um den Menschen abheben zu lassen, zu dieser anderen Ebene zu bringen, zu dieser anderen Dimension. Und viele haben in Beobachtung gesagt, ja, das ist eine gute Lehre, hat schon schöne Worte und so. Und auch die Pharisäer, die kamen zu Johannes, den Täufern, haben gesagt, ja, schöne Predigt, aber die wollten nicht diese Ebene verlassen. Und Jesus war hier, um uns zu dieser anderen Dimension zu bringen. Herr Jesus, deswegen sagt er, ne? Dann, damit auch ihr seid, wo ich bin. Damit ihr seid, wo ich bin. Er ist gekommen, um uns zu sich zu nehmen, zu seiner Dimension. Herr Jesus, in der Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann der Philippus hat gar nichts verstanden. Der Thomas hat nichts verstanden. Der Philippus hat nichts verstanden. Also das war wirklich, der Herr hat von der himmlischen Dimension gesprochen und die haben nichts verstanden. Dann Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht glaubt, so glaubt um der Werke selbst willen.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das heißt, der Herr, der tut das Werk oder die Werke des Vaters, und man sieht, dass er von Gott gesandt ist, weil er die Werke des Vaters tut. Und was wir derzeit erleben, Geschwister, das ist auf, von anderen Dimensionen. Ne? Und der Herr, er gibt uns in seiner Gemeinde so viele Erfahrungen mit dem Evangelium, mit diesem, einfach mit diesem Satz, darf ich für Sie beten? Ne? Das sieht so klein aus, aber das ist so stark, ne? So stark, und bringt uns und die Menschen in die anderen Dimensionen. Ne? Herr Jesus, Esther und Sophie, komm hier, erzähl mal diese Geschichte, was ihr erlebt habt die Woche. Da, ihr wart in Stuttgart. Nimm mal dieses Mikro da. Amen. Erzähl mal kurz. Watch your mask. Amen. Sophie und ich sind nach Stuttgart gefahren, um ein paar Besorgungen zu machen. Und danach, als wir zurückgegangen sind, haben wir uns einen Saft gekauft in so einem Saftladen. Und ja, wir waren gerade, das war alles schon leer. Wir waren einer der letzten Kunden. Die waren schon dabei, alles zuzumachen und so weiter. Und als wir bezahlen wollten, hat die Karte nicht funktioniert. Also, oder es war nicht klar, ob sie funktioniert hat oder nicht. Hat er gesagt, okay, egal, geht einfach. Ne? Und danach, als es geladen hat... Sind wir dann gegangen, ja, genau. Wir wussten nicht, ob wir bezahlt hatten. Genau. Und dann, das brauchte mir ein bisschen, bis es lädt und auf dem Handy anzeigt, ob es bezahlt hat oder nicht. Als es angezeigt hat... Willst du? Nein. Erzähl mal kurz. Herr Jesus. Dann, als es geladen hat, hat es auf Sophies Handy gezeigt, dass es nicht bezahlt hat. Und dann war klar, wir müssen zurück, mussten uns wieder anstellen. Ich weiß nicht woher, aber plötzlich waren zwei Kunden auch da. Und dann mussten wir wieder warten, bis die alle bezahlt hatten. Und dann habe ich Bargeld in meiner Tasche gefunden und mit Bargeld bezahlt. Hat er sich sehr arg bedankt, dass sie zurückgekommen sind und bezahlt haben mit dem Geld. Und dann habe ich mich ein bisschen gestört. Vielleicht dann dachte ich mir so, okay, dann darf ich für dich beten. Habe ich es rausrutschen lassen, genau, darf ich für dich beten. Amen. Und dann hat es bei mir aufgehört, weil danach wusste ich nicht weiter. Der so, ja, warum? Und dann musste Sophie einspringen. Weil dann wusste ich nicht mehr so, ja, warum? Ja, ich weiß nicht. Hat Sophie erklärt, wir sind Missionäre und wir beten für Menschen und so weiter. Hat ihnen das erklärt. Und dann haben wir nach seinem Wunsch gefragt. Er wollte, dass wir für seine Eltern beten, dass er sie wieder besuchen kann. Er hat sie seit 6 Jahren nicht mehr getroffen und es gab auch kein Aufenthaltserlaubnis, dass es bald irgendwie abläuft und es war halt Probleme, dass er vielleicht nicht in Deutschland bleiben darf. Und dann haben wir für ihn gebetet und er hat sich arg bedankt. Amen. Und ja, das war unsere Erfahrung dann, dass wir... Amen. Ja, und das war auch richtig besonders, weil er sah aus, als wäre er Muslime und dass er dann trotzdem so das Gebet bekommen hat und sich bedankt hat. Also er hat sich wirklich sehr gefreut über das Gebet. Und wir haben auch im Namen Jesu gebetet, als er wusste, dass wir Christen sind. Amen. Deswegen, das war eine sehr schöne Erfahrung, weil wir eben für ihn gebetet haben und das war so spontan. Und Amen. Das zeigt, dass wir wirklich im Alltag einfach wie Missionare leben müssen. Also wir müssen dieses Leben Gottes zu den Menschen bringen und die Menschen auf diese andere Ebene bringen. Amen. Die Menschen brauchen das, die suchen das und wissen oft gar nicht, Wie komme ich auf, was brauche ich? Sie suchen irgendwas und das ist eben diese andere Ebene bei Gott. Deswegen es ist wirklich, ich ermutige alle, das zu machen im Alltag, für jemanden zu beten, irgendwo bei der Kasse, irgendwo. Es gibt immer viele Möglichkeiten und dass wir ja, dieses Leben dann verteilen. Amen. Vielen Dank. Amen. Halleluja. Agora, João, vem cá, João. Conta a história do Mário, né? É mais nova ainda? Tá bom, então amém. Vou deixar para hoje contar. Bem de ontem a experiência. Tá. Conta do Mário. Conta do Mário, eu traduzo e ela conta outra.
Essa semana nós tivemos uma experiência maravilhosa, eu mais a Schatz. Wir haben die Woche eine wunderbare Erfahrung, ich und mein Schatz. Nós fomos andar de bicicleta e no meio da floresta e outros lugares muito legal. Wir waren so Fahrradfahren im Wald. E passamos por uma entre duas cidadezinhas que eu não me lembro o nome. Wir waren so zwischen zwei Dörfern unterwegs. Aí tinha uma máquina daquelas que vende ovos, carne e tal, e nós paramos lá para ver alguma coisa. Dann gab's so Automaten, wir haben da angehalten. A gente estava de capacete e tudo e entramos, quando acabamos de entrar, chega um moço também e entrou, ficou conosco. Wir waren so reingegangen und da kam auch ein Mann rein. E ele começou a mexer ali nos ovos, pegar alguns e tal, e nós logo descobrimos que ele era a pessoa responsável por ali. Hat angefangen so sich die Eier zu kümmern, dann wurde klar, dass verantwortlich dafür den Automaten ist. Aí me veio um sentimento de orar por ele. Dann kam mir so ein Gefühl vor, für ihn zu beten. Mas eu fiquei pensando, tá tão apertado o ambiente aqui, não sei, mas eu fui fiel e falei para Schatz que eu gostaria de orar por ele. Das war so eng, aber ich war diesem Gefühl treu und habe ihn dann also über Uschi gefragt, so darf ich für dich beten. Quando eu falei que ia orar por ele, ele ficou muito tocado e disse que estava arrepiado porque estava precisando muito. Als ich das gesagt habe, hat gesagt, oh, war sehr berührt und hat eine Gänsehaut bekommen und dachte und sagte, ich habe genau das gebraucht. Aí então orei por ele e foi muito muito profundo e ele ficou muito tocado e no final ele estava muito compungido. Ich betete für ihn und war sehr berührt und war sehr wie sagt compungido, so sehr betroffen. Betroffen, danke. E ele disse que como pode ter acontecido aquilo ali naquele exato momento de tudo aconteceu e nós como nós sabíamos que ele estava precisando de oração. Und er hat uns gefragt, wie habt ihr für mich beten wollen und wie habt ihr gewusst, dass ich Gebet brauche? Aí ele disse que é italiano, mas mora aqui já não sei quanto tempo e sugeriu nos levar naquela propriedade que onde cria animais e eles criam galinhas, gansos e uma série de animais. Er ist Italiener, aber wohnt seit lange hier und hat uns dann zu sein Grundstück eingeladen. Então nós aceitamos o convite dele, que era uns 30 metros assim, e aí ele nos mostrou todas as instalações dann lá. Haben wir dann also angenommen, er hat uns alles gezeigt. Aí ele nos apresentou um amigo dele também. E começou a fazer perguntas para nós, porque eu sou brasileiro, estou aqui. Er hat einen Freund dabei gehabt, hat uns vorgestellt, hat Fragen gestellt, warum bist du hier als Brasilianer und so. Aí eu falei que nós somos missionários, estamos aqui para levar o evangelho para as pessoas. Habe ich gesagt, so, wir sind Missionare, wir sind hier, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Aí ele falou, eu conheço o Bucafé em Fine. Da hat er gesagt, ich kenne das Bucafé in Fine, ich war schon mal da. Conhece alguns irmãos e ficou muito tocado e disse que já usou o espaço do Bucafé. War sehr berührt und die haben schon hier den Ort benutzt. E que agora eles reformaram um estábulo que tinha lá e estão agora reunindo dentro daquele estábulo. Und die haben jetzt einen Stall da wieder instand gesetzt und versammeln sich in diesem Stall. E disse que eles têm reuniões nos domingos às 10 horas da manhã. E que eles ficam muito tempo juntos e que ele toca música e ensina outros a tocar música lá também. Hat er gesagt, die haben Gottesdienste sonntags und spielt Musik und so weiter. E disse, me visita mais, eu preciso de vocês, vem aqui, quando estiver andando de bicicleta, vem até aqui nós. Hat uns aufgefordert, besuche mich, ich brauche euren Besuch, wenn ihr unterwegs seid, dann kommt vorbei. E também falamos que vamos sim, e ele, quando quiserem vir numa reunião e tal, nós falamos para ele que a reunião nossa é às 10 horas da manhã no domingo, mas ele deixou aberto, quando quisermos ir lá levar uma palavra, ter comunhão, pediu com muito carinho que fizéssemos isso. Und er hat uns eingeladen, komm rüber, wir haben gesagt, wir haben auch Gottesdienst 10 Uhr, aber er hat uns aufgefordert zu kommen, ein Wort zu bringen. E eu
Particularmente eu fiquei muito tocado porque nós não tínhamos planejado aquilo, foi algo espontâneo que aconteceu. Ich war sehr berührt, wir hatten das nicht geplant, das war spontan. Eu fiquei pensando, por que ele não poderia ter vindo 5 minutos antes ou 5 depois, mas foi exatamente naquele horário. Und dachte ich, warum war ich nicht 5 Minuten davor oder 5 Minuten danach gekommen, sondern genau zu diesem Zeitpunkt. Nós ficamos muito alegres e vimos que tudo que aconteceu foi o Senhor preparou-nos para aquele momento. Wir waren sehr froh und haben gesehen, der Herr hat alles vorbereitet für genau für diese Situation. Aí eu fiquei muito tocado com a experiência e quis falei, vou falar para o irmão Pedro Dong. Ich habe gesagt, ich war sehr berührt und habe gesagt, ich erzähle das Pedro Dong. Aí eu mandei um áudio para ele, mandei umas fotos de nós lá. E ele disse assim, como é importante ser obediente e praticar a palavra. Milagres acontecem. Und seine Antwort war, wie wichtig es ist, dem Wort zu gehorchen, gehorsam zu sein, dem Wort das zu praktizieren, dann die Wunder folgen. Amém. Isso me ajudou demais e isso só me encoraja a continuar fazendo isso. Amém. Hat mich sehr ermutigt, weiterzumachen. Amém. Ontem tivemos uma experiência muito profunda. Foi também no, no estávamos esperando aquilo, mas essa eu vou deixar para ela compartilhar. Da gibt's eine andere Frau, jetzt wird Uschi mitteilen. Amém. Oh, Herr Jesus. Amém. Wir waren beim Matthias. Matthias und Priscilla und die Kinder waren gerade nicht da. Und da klingelte es bei uns. Und ich bin hin und das war ein junger Mensch, ein junger Mann. Und er hat sich vorgestellt von einem Verein für Natur, wie sagt man, Schutz, nicht? Und fing an, da zu erzählen. Und wollte, dass wir Mitglied werden, nicht? Und ich fragte den João, was meinst du, sollen wir da weiter hören oder nicht? Der João sagte, ja, lass uns weiter hören. Und dann, nach einiger Zeit, dann fragte der João, ich will gerne für dich beten. Wir haben erst nach ihm gefragt, was er macht und so weiter, nicht? Und er war ganz verblüfft. Sofort sagte er ja. Amen. Und er hat das Gebet empfangen, ganz einfaches Gebet. Und dann fing er an zu erzählen, wie wisst ihr oder wieso kommt es dazu, dass ihr für mich betet, wenn Amen. Ich jetzt in einer Sackgasse bin und ich versuche wieder den Weg zu Gott zu finden. Amen. Nicht? Und das war für uns sehr berührend, Amen. Dass so ein junger Mensch, der wird vielleicht 20 Jahre alt sein oder so, nicht, den Weg wieder zurückfinden will. Und er wusste nicht, wie. Amen. Und dann habe ich nochmal ganz spezifisch für ihn gebetet, dass der Herr ihm Licht zeigt und so weiter. Wir blieben 40 Minuten beim Reden, obwohl er noch zu vielen anderen Häusern gehen musste. Und dann gab er uns seine Telefonnummer, Handynummer und E-Mail wow. und so weiter. Amen. Und ich habe ihm versprochen, wir zwei, João und ich, würden jeden Tag für ihn beten. Amen. Vielen Dank. Oh, Jesus. Ja, vielen Dank. Es gibt sehr viele andere Geschichten. Ne? Also, Christian hat gerade erzählt, gestern hat er für eine alte Nachbarin gebetet in Lörrach, ne? Die damals nichts von Glauben wollte, aber er war da, hat einfach gefragt, darf ich für sie beten? Sie sagte, ja. Das heißt, Geschwister, das passiert unter uns. Das sind nicht nur Geschichten von Brasilien, das geschieht unter uns. Und wir müssen einfach den Mund aufmachen und einfach diese Erfahrung machen. Und dann, wie Pedro geschrieben hat an João, die Wunder werden folgen. Wir machen einfach das Werk des Vaters. Oh, Herr Jesus. Amen. Johannes 17, sagt der Herr weiter. Ne? Johannes 17, Vers 6.
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Amen. Das heißt, der Herr Jesus kam, um den Namen Gottes, den Namen des Vaters uns zu offenbaren. Und Herr Jesus, das mit der anderen Dimension, ne? In Matthäus Kapitel 18, das ist sehr, sehr verblüffend. Wir müssen die Geschichten der Bibel alle neu lesen, mit dieser neuen Brille. Hier Matthäus 18, 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal. Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 siebenmal. Das heißt, das ist hier keine Regel. Ah, jetzt muss ich 70 mal 7, 490. Ne? Dann mache ich so eine Liste und dann fange ich an, 1, 2, 3, 4, 5, bis 490. Das war nicht, was der Herr gemeint hat. Er wollte sagen, siebenmal vergeben ist das Höchste, was der Mensch auf dieser Ebene schafft. Ja? Auf dieser Ebene, auf der irdischen Ebene, kannst du vielleicht noch, wenn du sehr gut bist und dich sehr anstrengst, siebenmal vergeben. Und das sieht man heute in der Gesellschaft, in der Eheleben. Man vergibt und so weiter, Scheidung. Ne? Dann vergibt man nicht mehr. Dann ist das Vergebungsbudget aufgebraucht. Aber der Herr wollte uns, den Menschen, zu einer anderen Ebene bringen. 70 mal 7. Ja? Das kannst du nicht mehr zählen. Da bist du auf einer anderen Dimension. Und dann die Geschichte, die er nachher erzählt. Ja, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie in einem König. Also ich kürze ein bisschen ab. Der König, also einer hat einen riesen Schulden gehabt und der König hat ihm vergeben. Der König war innerlich bewegt, ne, und hat ihm vergeben. Und dieser Knecht, der dem vergeben worden ist, der ging raus und er hat einen anderen Mitknecht gefunden, der eine kleine Schulden ihm gegenüber hatte. Und er konnte nicht zahlen. Und dieser andere hat gesagt, ja, vergib mir. Dann derjenige, der frisch vergeben worden war, hat gesagt, nein, du musst alles bezahlen. Und hat ihn ins Gefängnis gebracht. Und Herr Jesus, dann sagt der Herr, Vers 31, als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich battest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinen Bruder vom Herzen vergebt. Das ist hier nicht nur eine Geschichte und ein Regel, ein Verhaltensregel, sondern der Herr möchte zeigen, er hat uns vergeben, damit wir in einer anderen Ebene leben, damit wir in einer anderen Dimension leben, damit wir uns verhalten, wie er sich verhält, damit wir leben, wie er lebt, damit wir vergeben, wie er vergibt. Amen. Das heißt, alles, was der Herr mit uns tut, ist, damit wir befreit werden. Hier in Kolosser, Kapitel 1. Kolosser 1. Halleluja. Kolosser 1, 13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Amen. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das heißt, er hat uns befreit, amen, gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt. Er hat uns zu dieser anderen Ebene gebracht. Nochmal, er kam auf die Erde, um uns abzuholen, um uns zu seiner Ebene zu bringen. Das ist sein Plan. Das hat er gemacht. Deswegen, Geschwister, wir dürfen nicht weiterhin auf dieser Ebene leben.
Das ist so erbärmlich, wenn wir als Christen hier bleiben und die ganze Zeit beten, Herr, hilf mir in meiner Situation hier. Hilf mir, hier mein Leben zu leben. Gib mir ein gutes Leben hier auf der Erde. Geschwister, der Herr hat viel mehr für dich vor. Er möchte dich in einen anderen Bereich bringen, in eine andere Dimension. Die Brüder haben gesagt, der Herr möchte unser Gemeindeleben, also den Turbo einschalten, turbinieren, sagt man das nicht, turbinar, möchte unser Gemeindeleben also einen Schritt, einen Gang höher schalten. Und das hat mich sehr berührt und das möchte ich euch weitergeben in eurem Leben. Sei es im privaten Umfeld, in deiner Schule, Studium, Beruf, Familie. Der Herr möchte dich zu einer anderen Ebene bringen, zu einer anderen Dimension. Und auch wenn wir versucht haben, in der Vergangenheit so vieles zu erreichen, der Herr möchte jetzt, dass wir einen Sprung machen, dass wir wirklich neue Erfahrungen machen und nicht auf unsere Kraft verlassen, nicht auf unsere Fähigkeit verlassen, sondern wirklich ihm wirken lassen. Oh, Herr Jesus, das ist das Reich der Himmel. Das ist nicht eine Lehre, das ist ein Bereich. Das ist ein anderes Leben, ein anderer Lebensstil. Oh, Herr Jesus, ich weiß nicht, wie ich das noch sagen soll. Diese Dimension hier, diese irdische Ebene, kam zustande, als der Feind Eva betrogen hat. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3. Ich fürchte aber, 2. Korinther 11, 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Das heißt, die Schlange verführte Eva durch ihre List. 1. Mose, Kapitel 3. 1. Mose 3, 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagt die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Also, die Schlange war sehr listig, steht hier. Listiger als alle Tiere des Feldes. Und sie hat dann ein Gespräch mit der Frau angefangen. Die Schlange hat die andere Frage, darf ich mit dir reden? Kommt die Schlange zu uns. Und die Frau hat sich da eingelassen, hat angefangen das Gespräch. Und dadurch hat die Schlange Eva zu dieser irdischen Ebene gebracht und sie in den Sumpf gebracht. Und wir haben gesagt, so, der Sumpf ist der Ort, wo diese Behemoth und der Leviathan leben und wo sie sich sehr gut auskennen. Sie können sich da sehr gut bewegen. Und dann hat Eva angefangen, mit der Schlange sich zu unterhalten. Und dann war sie in diesen Sumpf. Und dann hat sie angefangen zu sinken. In diesen Sumpf hat sie... Und das passiert, Geschwister, wenn wir anfangen, mit dem Feind uns vertraut zu machen und uns mit ihm zu unterhalten und mit seinen Waffen zu kämpfen, dann sind wir im Sumpf und wir können uns nicht mehr bewegen. Und dann kommt der Behemoth, kommt der Leviathan und dann bist du da verloren. Und dann die Frau hat einfach alles akzeptiert, was die Schlange gesagt hat. Und dann aß von dieser Frucht, die sie nicht hätte essen dürfen. Und dann der Bruder hat dann in der Botschaft gesagt, ja, und viele Machos sagen, ja, das war die Frau war schuld an dem Fall des Menschen, das war die Frau. Aber dann hat er die Frage gestellt, wo war der Mann? Der Herr hat Adam beauftragt, sich um den Garten zu kümmern. Und um den Garten zu kümmern, heißt nicht irgendwie, ja,
die Hecke zu scheren oder die Bäume irgendwie im Stand zu halten. Nee, er hätte sich um seine Frau kümmern sollen. Das war der Garten. Er hätte sie quasi bewahren. Er hätte mit ihr zusammen Gott dienen sollen. Und irgendwie war die Frau allein. Und dann hat sie dann gegessen und er steht einfach hier und sie gab dem Mann und der Mann hat auch gegessen. Ganz komisch, er hat gar nichts gesagt. Also hier war er da zurück, ne? Aber davor war er nicht dagegen, da. Ne? Und dann kam er und die Frau hat ihm einfach die Frucht gegeben und er hat auch gegessen. Und dann kam Mann und Frau in diesen Sumpf. Und der gefallene Mensch lebt seitdem in den Sumpf. Ja, das ist dieser irdische Bereich hier. Ne? Und da hat der Feind Gottes sehr einfaches Spiel. Und Herr Jesus, und das ist die Situation hier auf der irdischen Ebene. Und deswegen, wenn du sagst, ja gut, nee, ich bin neutral, ne? ich bin weder für Gott noch für den Feind. Da gab es so eine Anekdote, da habe ich gehört, da gab es eine Mauer, ne? Zwischen dem Reich Gottes und dem Reich des Feindes. Und da waren einige auf diese Mauer drauf. Ne? Und da haben die Christen haben sie gerufen, ja, komm rüber, komm zum Reich Gottes, ne? Bekehre dich, komm zum Herrn. Und von der anderen Seite keine Stimme. Ne? Und dann haben sie gefragt, von der Mauer haben sie die anderen gefragt, ja, wieso ruft ihr uns nicht? Dann sagt der Feind, ja, die Mauer gehört mir. Ja? Also, das heißt, wenn du neutral bist, du bist schon in der Hand des Feindes. Du musst dich aktiv entscheiden für den Herrn. Aktiv entscheiden für das Reich der Himmel. Amen. Oh, Herr Jesus. Und wie kam dieses Reich der Himmel zustande? Matthäus Kapitel 1. Das ist hier Matthäus 1, 23. Matthäus 1, 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Amen. Das heißt, Jesus war diese Treffen der zwei Ebenen. Er war Gott mit dem Menschen, Gott mit uns. Dieser Vers ist, Vers 22 noch. Das alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Dann schauen wir mal, das ist Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Jesaja 7, 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Das war hier durch Jesaja schon prophezeit worden, dass das passieren würde. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Herr Jesus, und dieser Jesus, ne, er war wirklich Gott mit den Menschen. Galater 4. Galater Kapitel 4. Herr Jesus, ich lese ab Vers 1. Galater 4, 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormünden und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Also, klar, der Paulus spricht ganz spezifisch hier über das Gesetz, dass das Gesetz quasi Vormund über das Volk Israel war und das Volk Israel war Sklave des Gesetzes. Aber wir können auch anwenden, dass solange wir auf dieser irdischen Ebene bleiben, wir sind wie Sklaven. Du magst sogar an den Herrn glauben, ja, und du magst sogar den Herrn
beten, Herr, hilf mir hier, hilf mir da. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, also wenn die zwei Ebenen hier sind und wir sind hier auf der Ebene und viele Christen betrachten Gott wie damals die Heiden, die Goethe betrachtet haben. Ich muss Gott wohl stimmen durch meine Gebete, durch Spenden, durch gute Taten, damit er mir hilft, hier auf dieser Ebene Erfolg zu haben. Ja? Versteht ihr? Also man interessiert sich für diese Ebene und man betet zu Gott, dass mir hier gut geht. Ja? Das ist so die Erfahrung von leider von vielen Christen. Dann, Geschwister, wenn wir wirklich eine Erfahrung mit dem Herrn machen, eine Begegnung mit dem Herrn haben, dann gibt es eine Leiter. Ja? Eine Leiter zwischen Himmel und Erde. Und das ist Jesus selbst. Und dann fangen wir an, hier Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Amen. Und zum Beispiel die Versammlungen, ja, die helfen uns, die Dinge des Reiches der Himmel zu berühren, ja, einen Genuss zu haben von diesem Bereich. Aber es kann passieren, dass du hier eine Erfahrung machst und dann weiterhin dein Leben hier lebst. Ja. Dass du den Herrn anrufst, ne, und hast eine Erfahrung hier von dem himmlischen Welt, aber weiterhin lebst du hier. Ja, vielleicht ist das deine Erfahrung, ich weiß es nicht. Der Herr möchte dich versetzen. Der Herr möchte uns versetzen, er möchte, dass wir hier auf dieser Ebene leben. Amen? Nicht nur ab und zu einen kleinen Kontakt, sondern hier leben. Oh, Herr Jesus, das ist das Reich der Himmel. Und nur so können wir das Evangelium von Matthäus verstehen. Das ist, wir leben zwar auf der Erde, aber wir leben auf einer anderen Ebene, wie Jesus halt gelebt hat. Er war hier, aber sein Leben war für den Willen des Vaters. Er war hier, aber seine Worte waren die Worte des Vaters. Der war auf dieser anderen Dimension. Vers 3. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Solange du hier auf dieser Ebene bist, du bist versklavt. Du kannst nicht mehr raus. Ne? Und sehr häufig, ne? Der Herr ist so wunderbar. Wenn du wirklich den Herrn liebst, sehr häufig erlaubt der Herr, dass du in eine Sackgasse gehst. Ne? Wie Uschi in ihrem Zeugnis mitgeteilt hat, dieser junge Mann war in eine Sackgasse. Nee, ich denke, der andere. Ne? Aber war, das heißt, das war alles zu. Er konnte nicht weiter. Warum? Weil der Herr möchte uns, seine Kinder, dazu bringen, die Ebene zu wechseln. Nach oben zu wechseln. Amen? Herr Jesus! Deswegen manchmal siehst du nicht ein und aus und du weißt nicht rechts oder links. Ah, der Ausgang ist nach oben. Amen! Wir sind diese andere Dimension. Oh, Jesus. 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Amen. Geboren von einer Frau. Halleluja. Die Frauen sollten jubeln. Amen. Die Sünde kam in die Welt, aber die Rettung kam in die Welt auch durch eine Frau. Amen. Geboren von einer Frau. Geboren unter dem Gesetz. Der war hier geboren. Auf dieser Ebene, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, und da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Amen. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wow, wir sind keine Sklave mehr, wir sind Söhne, wir sind Kinder Gottes. Und Erbe Gottes, wow. Herr Jesus. Halleluja. Jesaja 9, Halleluja. Gott mit uns. Jesaja 9, 5. Halleluja. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft
Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Amen. Oh, das ist ein wunderbares Kind, ja? Ist uns geboren. Das war dieser Jesus, der auf die Erde kam. Er kam, um diese zwei Ebenen miteinander zu verschmelzen für eine Zeit, damit er uns aus dieser Ebene rausnimmt in seine Ebene hinein. Amen. Und da auf dieser anderen Ebene können wir die Werke Gottes tun. Wenn wir die Werke Gottes tun, dann sind deine Probleme gelöst. Ja, ihr glaubt mir nicht, ne? Dann lesen wir, Herr Jesus, lesen wir Matthäus. Nee, wo ist das? Matthäus. Herr Jesus. Wo ist das? Das trachtet nach dem Reich Gottes, ne? Wo ist das? Matthäus 6. 6, ne? Nicht 7, ich habe Matthäus 7 gefragt. Matthäus Kapitel 6. Genau. Was steht da? Danke. 6,33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an sein Übel genug. Was bedeutet das? Wenn du nach seinem Reich suchst, nach seinem Reich trachtest, werden alle anderen Sachen auf diese Ebene hinzugefügt werden. Und wir müssen uns nicht um den morgigen Tag kümmern, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Also, das heißt nicht, dass du planlos sein musst oder so, sondern wenn du auf dieser Ebene lebst, der Herr wird die Sachen von dieser Ebene hier arrangieren, zusammenfügen, dass alles passiert nach seinem Willen. Aber unsere Aufgabe ist, nach seinem Reich zu trachten, nach seiner Gerechtigkeit. Geschwister, wir müssen die Ebene wechseln. Das ist so mein Empfinden, das habe ich gewonnen in dieser Konferenz. Ich war nur 2 Tage da, ne? Aber das hat mich gepackt. Ja? Wir müssen die Ebene wechseln. Wir sollen nicht mehr auf dieser Ebene versuchen, Gott zu gefallen oder hier ein gutes Leben zu leben, sondern die Ebene wechseln. Hier leben, auf der himmlischen Ebene. Ihm reicht der Himmel. Und hier tut der Herr sein Werk. Und dann wirst du leben, wirst du sehen, also dein Leben wird einen Sinn haben. Du wirst dann Freude haben. Ne? Also das Reich Gottes ist wieder, ne? Wo ist das? Römer 14, Römer 14, 15. Römer 14, 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Dann macht dein Leben Sinn, dann kannst du für den Herrn leben und dann wird dein Leben ein erfülltes Leben sein. Lass dich nicht verführen durch diese Ebene hier, durch die irdische Ebene. Das lohnt sich nicht, dein Leben hier zu verbringen. Wechsel die Ebene. Amen. Geh zum Reich der Himmel. Tut Buße. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Amen. Halleluja.